und herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. Hier mit Sam Fischer auf Alexi TV. Ich bin der Alexi und wir haben jetzt wieder ein Ziel, nämlich irgendwie die Geiseln zu befreien oder zu gucken, was hier los ist, weil hier in Chicago sind wir jetzt, irgendwas Komisches vorgeht. Und wir glauben, dass die Blacklist-Leute dahinter stehen. Wir wissen es aber nicht genau und das müssen wir jetzt hier erörtern. Okay, Sam. Noch eine Info zu den Drohnen. Ja. Ein Schuss schaltet sie aus. Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch. Am richtigen Ort, zur rechten Zeit. Du weißt schon. Das Typ in Drohnenmusik gefällt mir echt gar nicht. Also jetzt nach der dritten Drohne würde ich mich schon langsam mal wundern. Die Drohnen sind ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Knackte Drohnentyp, jetzt habe ich ihn mir geholt. Sam, wir haben es definitiv mit den Engineers zu tun. Wieso? Der USB-Stick wurde mit einer militärischen Variante der DES-Verschlüsselung dreifach gesichert. Es ist dieselbe Verschlüsselung, die Sadiq in Mirava einsetzte. Gute Arbeit, Charlie. Das war natürlich ein bisschen heftig, dass er jetzt gleich einer...
Angriff stoppen. Ich sehe, dass du dich der Anlage näherst. Über das Dach kannst du da reinkommen. Ja, das sagen die immer so einfach. Die sind ja auch nicht dabei und müssen das nicht machen. Das Laptop, den hacken wir natürlich gleich mal. Okay, die Tür geht nicht aufzubrechen. Dafür wissen jetzt alle Bescheid, dass ich da bin. Das ist auch mal was. Wir haben es jetzt mit Profis zu tun. Die haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet. Nicht nur die Wachen sind tot, auch alle Systeme. Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen. Sonst kommst du nicht ans Zeug, das sie da reinschütten. Gib Gas! Du kannst weiter, Sam. Oh, hätte ich auch irgendwie durchkommen können, okay. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Oh shit. Wow! Krass, die Granate habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch.
Alter, der muss doch mal down gehen. Ich glaube, hier habe ich soweit alle. Das war auch verdammtes Glück gerade, dass der Typ hinter mir stand und mich nicht wirklich gesehen hat, weil hätte der wirklich genau vor mir gestanden. Der mal, soweit ich weiß, alle eine Schrotflinte, der hätte mich vollends weggewamst. Die erste Pumpe ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Oh, ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich das von der Zeit nicht schaffe. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. You know I'm gonna find you. Fuck. Oh Mann, jetzt alles nochmal? Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Rechts mehr aber hier. Den da hinten treffe ich nicht, weil ich nicht rankomme.
endlich. Gibt's doch nicht. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Probier es jetzt nochmal versteckt. Ohne Konfrontation, was ich nicht glaube, was funktioniert, weil mit diesen Elite-Typen, an denen kommt man nicht wirklich vorbei. Bitte, wie soll ich da rankommen? Die erste Pumpe ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Looking over 1 million infected, maybe 1.3 million.
Okay. Achtung, Mann ausgefallen, der Schütze ist da drüben. Jetzt noch 5, Sam. Zweite Pumpe ausgeschaltet. Grim. Das war gute Arbeit, aber zu spät. Scheiße. Was jetzt? Der Erreger hat kritische Werte im Wasser erreicht und der Hauptabfluss ist offen. Vielleicht nicht. Er hat mir das Ventil gesperrt, aber ich habe die Handöffnung freigeschaltet. Lauf dahin und dreh es manuell zu. Oh Gott. Bin unterwegs. Warum zum Teufel kann ich jetzt... Aber die Interaktion mit dem Ziel ist nicht möglich. Ah, jetzt, okay. Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Puh. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Jawohl.
39 Minuten, ja, es wird immer weniger, was ich brauche für die Mission. Obwohl ja unter 65 Minuten, also anscheinend gehen die ja alle ungefähr gleich lang. Ja, diesmal war Panthers besser, okay. Überweisung bestätigt. Wow. Überweisung bestätigt, ja, immer schön, ich nehme das. Okay, gehen wir auf Fortsetzen. Die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Jawohl, und damit haben wir das geschafft. Das war ganz schön übel, da war viel los. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Es war echt anstrengend zwischendurch. Ja, und jetzt würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Guckt mal rein, unten ist die Playlist verlinkt. Da könnt ihr gucken, ob es jetzt schon neue Videos gibt. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben gehen. Gerne auch geben, gerne auch kommentieren. Wenn ihr immer aktuell auf dem neuesten Stand sein wollt, dann abonniert einfach. Ich habe auch eine Facebook-Page, da könnt ihr auch immer gucken. Da sind auch immer die neuesten Sachen, werden da geschrieben, was ich so mache. Und auch Projekte, die ich vorhabe oder sowas, werde ich da machen. Vielleicht will ich auch mal mit anderen zusammenspielen. Also von euch, die jetzt zuschauen, ja. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben auf Facebook. Nachrichten könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, und damit danke und bis zum nächsten Mal auf AlexiTV.